Reagier mal auf diesen Cheater bitte. Gio, was für ein Cheater? Ist das ein bestätigter Cheater oder wen meinst du? Ich meine, es sagen jetzt doch mehrere Leute von euch. Es gibt jemanden bei Top 100. Ich krieg sowas halt nicht so krass mit. Oh, wen haben wir denn hier? Wen haben wir denn hier, my friends? Ah, ich kann mir jetzt mal auf entspannt sein Gameplay gönnen. Vielleicht reagiere ich sogar auf Debo. Boah, das wär's jetzt. Das, vielleicht mache ich sogar ein Reaction-Video. Miyagi reagiert auf 30-0 Debo mit der Miyagi-Raute. Das wäre mal ein Video. Mal schauen, welcher ist es denn? Also hier ist 40. Wer ist dieser Platz 45? Der hier? Holy hell in the smoke. Der Gegner hat ja... Was? Der hat einfach immer 100% Ballbesitz, ey. Und Gegner macht gar nichts, ne? Alle abgebrochen, das sehe ich, das auch noch, genau. Abbruch, ne? Man sieht ja, über dem Ergebnis steht Abbruch, wann es abgebrochen wurde. Ersten Minuten, schaut mal. Was zur Hölle? Also, wie kann sowas funktionieren? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Das müsste sich EA mal genauer anschauen, ne? Also hier, EA, please, here you see Ayman 1412. He has a lot of wins and every win happened in the first 5 minutes. And he didn't concede any goal and the Gegner has so much of null Ballbesitz. Mach mal Wiederholung an. Hey, ja, tatsächlich, mach mal Wiederholung an. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt kommt ein Game, jetzt kommt live. Verarschst du mich, ey? Also zwei Optionen. Entweder der Gegner ist immer irgendwie jemand, den er kennt und spielt einfach nicht. Oder der Gegner kann seine Spieler nicht steuern. Gegner kann nicht lenken. Ja, genau. Also es wirkt so wie ein Bug, wo der Gegner einfach dann nicht spielen kann. Gibt es eins, wo mehr Action ist? Noch 75%. Oh, hier ist mehr Action. Ja, ergibt Sinn. Gegner hat Anstoß. Er kriegt den Ball nicht vernünftig. Er braucht eine halbe Ewigkeit, um den Ball zu erobern. Und dann läuft er durch und schießt das Tor. Was zur Hölle is happening here? Das ist jetzt nicht geschehen. Ich voller Theorien, wie er das anstellt, und der spielt einfach gegen den Kollegen. Der hat jetzt einfach gegen den Kollegen gespielt, der sich diese Tore selbst geschossen hat. Warte mal, aller guten Dinge sind jetzt drei, jetzt bin ich neugierig. Der wird einen Permaban bekommen zu 100%, ne, 1000%. Ich meine, wir sehen das ja gerade alle mit unseren eigenen Augen. Ja, machen wir das 3-0 mal. Ja, das 3-0, schauen wir uns das mal an. Signation after Resub. Und Kroyo, Maschine, Klumpi an euch beide, Dankeschön. Wir sind hier gerade dabei, auf entspannt einen Cheater zu entdecken hier. Unfassbar. Der hat Abseitsfalle einfach knallhart gemacht, ne? Der Typ hat eiskalt. Der Gegner hat Abseitsfalle. Nein! Nein! Wir haben dich erwischt. Wir haben dich jetzt hier live. Ey, nein, das passiert nicht. Das glaube ich jetzt hier nicht. Wie frech. Wie frech, Alter. Schauen wir, wie der noch Abseitsfalle macht, damit er schön durchlaufen kann, ne? Oh mein Gott. Das ist unglaublich. Das ist wahrlich unglaublich. Also sowas geht gar nicht. Nein. Nein. Das glaube ich jetzt nicht. Also das ist eine bodenlose Frechheit. Ich weiß nicht, der muss gebannt werden. Also was soll man dazu noch sagen? Ich weiß nicht, ob wir was machen können, extra wegen Toti. Ja, keine Ahnung.
Ob wir da was machen können, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich habe es euch jetzt live hier gezeigt. Ihr habt es alle gesehen. Also das geht gar nicht. Leute reißen sich den Arsch auf. Ganz ehrlich. Eldos hier 30-0. Debo hat 30-0 geholt, Leute. Leute reißen sich den Arsch auf, um 30-0 zu kommen. Versteht ihr? Es gibt danach mindestens einen quasi, der es in die Top 200 geschafft hätte und diese Top 200, diese verdiente Top 200 Belohnung nicht bekommt, weil er sich alles ergaunert hat. Ne? Weil er sich alles ercheatet hat. Ein anderer bekommt nichts, bekommt halt Elite 1 Packs, während er hier Eimann 14-12 einfach auf entspannt cheatet. Mach mal den Elite-Spieler an. Da gab's... Ah ja, den hier, ne? Elite-Spieler. Also er hat Elite geholt dann im Endeffekt. Ja, das interessiert mich jetzt auch. Den schauen wir noch. Schauen wir mal, was jetzt passiert. Ja, der spielt mit. Der spielt einfach mit. Das war bewusst Abseitsfalle gemacht, damit er durchkommt. Fertig. Das ist alles eine abgezockte Partie hier. Habt ihr gesehen? Also er steuert, glaube ich, nicht den Gegner, sondern der Gegner spielt mit. Ich habe keine Ahnung. Ja, das ist wirklich eine crazy, crazy, crazy Sache. Ne? Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Das ist wirklich... Wahnsinn, dass sowas funktioniert. Es gab ja mal eine Zeit in FIFA, damals auch, wo Leute das gemacht haben. Ich kann mich erinnern, wo sich Leute 30-0 erglitscht haben und so. Ne? Aber hier das wirklich schwarz auf weiß so zu sehen, also den sollte man einfach reihenweise melden. Ich meine, wir haben jetzt auch seine ID und so weiter gesehen. Der sollte weg. Angeblich ist er auch weg, ich weiß es nicht. Wenn nicht, dann sollte man den auf jeden Fall. Wie gesagt, es ist eh schon schwer genug. Die Leute reißen sich den Arsch auf, ihr kennt es ja. Ihr kennt es ja, wisst ihr, wie schwer das ist, überhaupt da weit nach oben zu kommen. Jetzt stell dir vor, 30-0. Einem wird es so ergehen. Einem wird es so ergehen, mindestens, wenn nicht sogar mehr von den Leuten dabei sind. Der hat 30-0 und wird nur Elite 1 sein, weil ein anderer sich das ercheatet hat. Und allein deswegen, das geht nicht. Ne, das ist ein Wettbewerb hier und man will ja hier die Fleißigen belohnen. Aber wie machen die das denn? Ich habe keinen Plan. Es interessiert mich ehrlich gesagt auch nicht. Ne? Ich habe keine Ahnung, es interessiert mich nicht. Es soll auch nie rauskommen, wie das funktioniert. Auf gar keinen Fall. Sonst machen das immer mehr Leute. Also vergessen wir das einfach. Da fragen wir nicht nach oder haken nicht nach, wie das funktioniert. Wichtig ist, dass sowas nicht funktionieren darf. Und da muss EA jetzt einfach ran. Da muss EA ran. Sie haben jetzt hier jetzt auch den Namen und wissen jetzt Bescheid. Viele von euch haben auch gesagt, hier müssen wir machen ein YouTube-Video daraus. Ich weiß nicht, ob ich da noch daraus ein YouTube-Video mache. Vielleicht ist das auch gerade jetzt hier irgendwann auf YouTube und ich habe da einen Zusammenschnitt gemacht daraus. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber wichtig ist einfach, dass sowas nicht hier sein darf. Katastrophe.